Endlich geht's weiter. 2 Wochen nicht mehr gespielt. Und kein Plan mehr vom Spiel. Von hier kommen diese Viecher wohl her. Scheint so. Fragt sich nur. Wo zur Hölle sind sie? War hier nicht gerade noch irgendwas? Ach, da links ist das. Hey, es sieht aber hier schon, ja. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Wir werden gleich angegriffen, Alter, mit Ansage. Ja, ansonsten ist hier nichts. Nee, dann kann ich eigentlich gleich da hingehen zum Spot. Sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Salim, sieh mal hier. Klingt wie Musik. Da, wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache, vielleicht. Na, mehr gibt's auch hier nichts zu schauen. Bleib bei mir. Ich gehe nirgendwo hin. Ach Leute, ich kann auch wieder hochgehen. Okay, interessant. Ist aber tot, oder? Berühr's. Mach du doch. Weichei. Und dann packt es auf einmal. Können wir uns nochmal anschauen? Nein, kann ich nicht. Okay. So safe wie ein Raumschiff, Alter, ey. Alien Predator, ich wusste es. Wie tief unten sind wir wohl? Schwer zu sagen. Hier unten verliert man das Zeitgefühl. Alter Junge, das ist ein fucking Raumschiff, kannst du keinen erzählen. Jerusalem, der Kerl. Zerfällt sein Auge. Oh mein Gott. Scheiße. Oh
Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein! Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Heute hat er relativ Montag. Können wir noch mal hochklettern? Ne, können wir nicht. Aber ich denke mal, der Boy. Alter, jetzt werde ich hier blockiert. Boah, das sieht echt richtig nice aus hier unten, ey. Kommt so vor, als würden die da sitzen und dann irgendwie schießen können. Wäre ich jetzt gleich von irgendwas angegriffen, Alter. Ey. Da rechts war irgendwas. Na, ich muss hochklettern. Okay. Okay, ich frage mich, wann die Verstärkung kommt. Okay, da komme ich lang, dann kann ich hochklettern. So, nach links oder nach rechts? Ich gehe erstmal nach links. Weiß nicht, wenn ich jetzt gleich da bin, ob da eine Sequenz kommt. Kommt nichts, dann gehe ich nochmal zurück. Oh, das sieht einfach echt übelst nice einfach aus. Hintergrund. Yeah.
Salim. Der hätte einen Zahnarzt gebraucht. Keine Reißzähne. Siehst du das? Der Knochen ist gebrochen, wo sie sein sollten, als seien sie von innen herausgebrochen. Was meinst du? Vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire. Sie wurden infiziert. Mal sagen. Eins von diesen Dingern bewegt sich doch safe. Wir sind nicht die Einzigen hier. Irgendwas bewegt sich. Ich muss jetzt aufpassen, wo ich noch drauf trete. Alter! Nicky, du warst echt die verdammte Kavallerie. Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Colonel, sie leben. Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort.
ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Oh, und ein Block. Composition C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra! Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Das wird verarztet. Keine Ausreden. Von mir hast du keine. Danke, Kumpel. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Da. Ich hab's. Ich durchsuche erstmal die Kammer. Ja, die unbekannte schwarze Kreatur aus in der Sophia, lege ich sie herzukommen. Aha, die muss aber durch die Lüfte gleiten. Mann, die Leute. Jagdopfer, Pflanzparasit ein. Parasit reift heran. Wird, stirbt. Parasit übernimmt den Körper. Sehr schönes Ding. Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Okay, und jetzt? Ja.
Keiner von ihnen hat überlebt. Hier drüben. Hab was gefunden. Schnell neue Ausrüstung. Aha. Was hatte er davon? Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Komm, ich helf dir. Geht schon. Ich hab das schon mal gemacht. Und ich viele Male seither. Kümmern, was auch. Fuck! Was rede ich da? Was stimmt nicht mit mir? Rachel, alles okay? Rachel. Geht schon. Mir geht's gut. Mach das selbst. Besessen. Ach schon, die Dinge habe ich schon angeschaut. Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Diese Sache zwischen uns beiden. Vergiss es, Nick. Ich wollte nur... Halt! Konzentrier dich auf unser Ziel. Nur so kommen wir hier raus. Jetzt als letztes mit dem Boy. Könnte ich nur noch mal die Sonne sehen. Sonne und ein kaltes Bier. Alle wissen jetzt über Nick und dich Bescheid, oder? Salim noch nicht. Ist besser so. Geheimnisse hin oder her. Sie machen einen nur krank. Schon was gesehen? Ah ja, ja, doch, ja, hab ich schon gesehen. Ja, komm, leg das Ding weg. Wir müssen jetzt mit unserem Best Buddy reden.